Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Und im letzten Part sollten wir die Stelle ausbauen, aber haben dann die Mission abgebrochen, weil der Part vorbei war. Und ich kann die Mission dann nicht ablehnen. Doch, ich kann sie danach ablehnen. Aber er hat uns Geld gegeben, also wir haben ja 450 bekommen, damit wir den Stall gratis kaufen können. Keine Gesundheit verlieren. Nehmen wir das her, das ist hübsch. Also wenn ich einen Gegner rein zu reiten, weil sie uns das angreifen und wahrscheinlich würden wir dann Schaden bekommen. Und da wir so perfekt wie möglich das Spiel machen wollen, also mit der Vollsynchronisation. Will er nicht mit uns reden? Ja, wir sich Leute durchreiten, auch geil. Oh, das Pantheon. Ihr versteht es, Wunden zu schlagen, Ezio. Aber könnt ihr sie auch schließen? Ich will die Krankheit besiegen, nicht Symptome kurieren. Streitet nicht mit mir. Gut, dann lasst uns offen reden. Rodrigo Borgias Tod hätte nichts geändert. Das wage ich zu bezweifeln. Seht euch Rom an. Das Machtzentrum der Borgia und der Templer. Einen Mann zu töten ändert nichts. Wir müssen ihnen die Quelle ihrer Macht nehmen. Schlagt ihr vor, an das Volk zu appellieren? Vielleicht. Auf das Volk vertrauen heißt, auf Sand zu bauen. Da irrt ihr. Der Glaube an die Menschlichkeit sitzt tief im Herz der Assassinenbruderschaft. Und der muss eurem innersten Kreis angehören. Los, holt zurück, was er euch stahl. Oh. Ich werde beim Kapitol warten. Dort treffe ich einen Verbindungsmann. Gebt mir mein Geld zurück! Den Dieb schnappen. Kommt hierher zurück! Du wärst schneller als er, sieht so aus, ne? Nein, Bruder. Verschwinde, bevor ich es bereue, dein Leben verschont zu haben. Oh, wir haben die Mission geschafft. Ich habe es eigentlich gedacht, da kommen mehr. Wie gewonnen, so Zoron. War hier nicht gerade noch ein Aussichtspunkt oder sowas? Ich mag Aussichtspunkte. Karte ist mir auf derselben. Na, ich weiß gar nicht, ich habe ja vorhin nicht mehr Tastatur gespielt. Zoomen. Gott, man zoomt mit dem rechten. Es gibt doch nur Rom, oder? Egal. Dann gehen wir jetzt zu diesem Punkt. Und jetzt können wir nebenbei noch dieses Teil von 16 suchen. Wieso hat 16 nichts im alten Animus versteckt? Weil Abstergo das gesehen hat, aber woher wusste er, dass wir da raus sind aus dem alten Animus? Fragen über Fragen. Okay, da kommen wir nicht hoch anscheinend. Na, was suche ich eigentlich? Nach dem Teil da vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wie es zum Aussichtspunkt. Wahrscheinlich ist der Aussichtspunkt gar nicht hier drin, sondern irgendwo rechts auf dem Dach oder links auf dem Dach. Wo bin ich jetzt reingeklettert? Piu. Du bist aus dem Raster gefallen. Wo warst du? Weiß nicht. Irgendeine defekte Erinnerung? Vielleicht solltest du aufhören. Schon gut. Ich möchte weitermachen. Okay. Cluster 1. Laden. Laden. Nein. Alle Herren, sie arbeiteten nicht, sondern herrschen von oben.
Okay, Zoom. Wahrscheinlich die reichen Leute, ne? Wollte ich schon noch haben. Wo sind denn noch reiche Leute drin? Die scheinen nicht reich zu sein. Das habe ich schon. Das habe ich schon. Die sind arm. Die sind arm. Die sehen arm aus. Ich habe es geschafft. Alleine. Ohne Laden. Hilfe. Um sich souverän von seinen gerunzelter Stirn zu entfernen, tritt das Volk zwei Schritte vor. Auswählen. Du musst der König sein. In seiner Stirn, nicht von ihrer Stirn. Ich habe das von der Dame genommen, glaube ich. Sie werden sich immer mehr unserer Existenz bewusst. Wir können uns nicht länger auf das göttliche Recht der Aristokratie verlassen, die Herrschaft auszuüben. Wir brauchen ein neues System, etwas viel subtileres. Laden. Okay. Quarantänezone. Ah, da ist es. Aktivieren. Quarantäne aufgehoben. Okay. Ich schiebe 16 Videodateien hierhin. Hoffentlich ergeben sie Sinn, wenn du sie freischaltest. Moment, was war denn das hier? Verstehe ich nicht. Egal. Okay, jetzt überlegen wir uns, wie wir auf das Pantheon raufkommen. Ich möchte gerne den Aussichtspunkt haben. Denn Aussichtspunkte sind schön. Wow, das sieht man sicher nicht alle Tage. Okay, da sieht es aus, als würden wir hier irgendwie rüberkommen. Vielleicht auf dieses kleine... Oder? Jetzt hier hoch? Als du Signoria Cesare Borgia einen Teil des neu gewonnenen Landes versprochen. Lasst euch die Gelegenheit nicht entgehen. Hat der Sound auch mal einen Punkt runtergesetzt im Menü? Ich hoffe, dass... Also es war vorher auch noch okay, aber es war halt schon so ein bisschen laut. Und man konnte mich halt noch gut hören, also... Ich weiß auch nicht ganz jetzt, wie es auf YouTube aussieht. Ich will meinen eigenen Videos nicht unbedingt noch Klicks geben, weil dann... habe ich, Fake-Klicks und das ist nicht cool. Oh, da ist eine Flagge. Ich sollte aufhören, so viel rumzuklettern. Vielleicht sollte ich lieber Missionen spielen. Das ist interessanter. Aber ich will die Aussichtspunkte haben. Und es fehlt immer noch eine Klinge. Das ist noch eine zweite. Kriegen wir aber, glaube ich, wieder. Immer haben wir noch unser Gift und unsere Pistole. Oh, eine Feder. Nur 8 Stück, also mit den Federn geht's gut voran, also. Ja. Synchronisieren wir mal. Ist da oben drauf noch irgendwas? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Das Pantheon können wir anscheinend auch kaufen, wie es aussieht. Wenn da so ein abgeschlossenes Ding ist. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon kaufen können, aber ich glaube, das wird sowieso teuer werden. Ich glaube, diese, wie nennt man es, architektonischen, oder... Die Teile, die nicht normale Häuser sind, sind relativ teuer gewesen, aber haben auch relativ viele Steuern, oder Steuern? Ich glaube schon, Steuern gebracht. Okay, jetzt gehen wir zu Machiavelli weiter. Und springen mal die Dächer, weil das cool aussieht. Und weil ich Banner sammeln will. Oh, ich habe gerade FPS-Einbrüche gehabt. Das ist nicht schön. Was ist denn das mit FPS gerade? Mein PC ist nicht mehr ausgelastet. Das ist komisch.
Jetzt scheint es sich zu beruhigen. Okay. Okay, gehen wir mal hier runter. Am besten nicht Fallschaden nehmen, weil hier noch zwei Medizin, glaube ich, oder? Ja. Den Rest habe ich ja schon alles verbraucht. Rom sieht aber gut aus. Rom ist ziemlich groß. Was ist das für ein Typ? Das ist der Dieb, oder? Weihrauch und 500 Florin. War damals die Währung wirklich Florin? Das hört sich irgendwie so an wie Florenz. Erfolg eines Geld und das des Räubers beschert. Aber wollte der Räuber denn das Geld überhaupt? Weil ich wurde nicht beklaut. Das habe ich mich auch schon in Assassin's Creed 2 gefragt. Aber egal. Gott, dieses Tränen ist so ein bisschen schlimm für die Augen. Jedenfalls für meine gerade. Weil ich meine Brille nicht auf habe. Und ich hatte sie eben gerade auf. Ach, ich muss da hoch oder was? Ja, gut gemacht. Denkt auch mal an die, die ihr verletzen könntet. Ich kletter irgendwo hoch. Wen kann ich damit verletzen? Mich selber? Und wenn ich auf irgendjemand runterfalle? Stimmt, hast recht. Ich könnte jemanden verletzen. Es tut mir aufrichtig nicht leid. Jetzt können wir hier hochrennen wahrscheinlich. Okay, wir hätten einfach so hoch können. Hier sind doch bestimmt wieder... Da habe ich die schon gesammelt. Ich weiß gar nicht. Also ich sehe keiner. Egal, reden wir erst mit Machiavelli. Hallo? Habt ihr unserem Freund das Geld wieder abgenommen? Hab ich. Ein kleiner Erfolg. Doch bei Zeiten und mit viel Arbeit haben wir ein paar Dutzend mehr. Und bei Zeiten wird Cesares Blick wieder auf uns fallen und uns zerschmettern. Nun, wo ist mein Kontakt, Vinicio? Er hätte den Brief längst abfangen müssen. Folgt mir. Noch wieder Pferde. Ja. Den Borgia-Kurier in weniger als einer Minute fangen. Kriegen wir hin. Ja, bye, bye. Hey, ist ein Punkt zum Synchronisieren. Und hier ist auch ein... der Glyphe. Wo ist das Mausoleum? Achso, der reitet in die andere Richtung. Sehr gut. Oh, das ist ein Banner. Hier werden so viele Banner sein wahrscheinlich, weil hier wieder diese Säulen überall sind. Arco di Cementio Settimo Settimio. Ach Gott, ich kenne keine. Okay, das ist wahrscheinlich das Mausoleum. Obwohl, war es nicht in der Arena? Mausoleum. Kolosseum ist das. Soll ich wie zum Kolosseum oder zum Mausoleum begleiten? Das ist ein Kolosseum. Schaut diese Fassade an, die sich Regierung nennt. Der Papst war sehr klug, sie aufrecht zu erhalten. Euer Freund, das Volk, lässt sich davon leicht machen. Wann seid ihr so zynisch geworden? Ich beschreibe nur die Wirklichkeit in Rom. Vielleicht ist nicht alles verloren. Die gute Nachricht ist, dass wir Verbündete in der Stadt haben. Wie lange noch allerdings, kann ich nicht sagen. Kolosseum? Okay, hier ist auch noch so ein Glyphendings oder so ein... Das Glyphen noch? Das sind ja eher Animus-Risse. Er wollte die offizielle Post des Vatikans stehlen. Perdonatemi, Signore. Ihr müsst euch irren. Für wen arbeitest du, Ladro? Ich arbeite für niemanden. Dann kümmert auch keinen, was wir dir antun. Hallo? Das ist aber nicht so nett. Grazie. Wo ist er? Der Kurier hat den Brief noch. Ezio, stoppt ihn. Trefft mich bei den Thermen. Okay, den kriegen wir in unter einer Minute, hoffe ich. Verschlüsselter Romulus-Brief. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das leicht war, aber... Es war leicht. Den Borgia-Brief erhalten. Na, das Teil suchen wir jetzt nicht. Sie haben E-Mails. Verlassen Sie Animus, um Ihren Posteingang zu überprüfen. Nee. Gucken wir so ein bisschen rum.
Oh, ich kann von meinem Pferd abspringen. Soll ich das machen? Pferdchen bleibt stehen, ich brauche die noch. Ich hätte auch Y drücken können, um's zu rufen. Aber nee. Ich muss vermutlich nach da oben, oder? Esquilino. Jennifer Palais Parfossé. Ah nein, nein, brauche ich, ist wichtig. Ein Schätzchen. So, Weihrauch. Was will ich mit Weihrauch? Davon habe ich doch schon ziemlich viel. Klettern wir erstmal. Klettern wir hier nicht lang. Itze möchte nicht. Itze springt zur Seite. Ich weiß nicht, ob dieses genauere Zielen mit dem Stick besser oder schlechter jetzt ist. Weil ich springe damit eher an Sachen vorbei, anstatt dass ich Sachen besser treffe. Neun Stück haben wir schon entfernt von 101. Das heißt, wir haben nicht mal 10%. Wir haben fast 10%. Das war gut, Ezio. Ich glaube an dich. Also, wenn wir mit der Klinge draußen, weil das cool aussieht. Was ist denn der Typ? Ich dachte, ist hier gleich. Okay, ist er schon hier in der Nähe irgendwo, hoffe ich. Da ist er. Keine Sinnheit verlieren. Meh. Ich werde sowas von Gesundheit verlieren, das ist so klar. Sind die Bienen da? Ich weiß nicht, ob ich Gesundheit verloren habe. Ich habe ja bisher nur so einen kleinen Schlag abbekommen. Nein, ich habe Gesundheit verloren. Schade. Suchen Sie nach Verstecken der Anhänger Romulus. Okay, wir haben jetzt noch 2 Minuten Zeit. Dann würde ich sagen, wir starten die Mission nicht, sondern gucken sie noch ein bisschen um. Oh, wir haben Geld in der Banktresor. Müssen erstmal eine Bank finden. Da oben ist noch ein Banner. Können wir irgendwie schnell hin? Ich glaube nicht. Gott, ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Einfach hochspringen geht ja nicht, oder? Nein. Ja, dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle den Part. Ich hoffe, euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.